wie ein Wintertag erwacht, wie der goldene Herbst aussehen kann oder wer der Herrscher im Schilf ist, die Fotogruppe, die sich als Schüler der Fotografin Monika Lawrenz verstehen, zeigen 18 ihrer Fotografien, die besondere Reize der Natur festhalten. Am Dienstag wurde die Ausstellung Natur erleben eröffnet und wird bis Ende Juni in den Räumen des Familien-Freizeit-Lernberatungszentrums der Arbeiterwohlfahrt in der Güstrower Südstadt zu sehen sein. Fotografie heißt wörtlich Zeichnen mit Licht. Und genau das versuchen die Teilnehmer der Fotogruppe an den richtigen Orten umzusetzen. Was genau dafür notwendig ist, sagt Kerstin Rand. Ja, absolut tolles Licht. Das ist erstmal das Allerwichtigste und eine gute Location, also ein guter Ort, wo wir uns vorher schon mal informiert haben, da wo das Licht am besten herkommt, am Morgen oder am Abend, je nachdem, so suchen wir uns das halt aus. Die Fotogruppe Güstrow zeigte in den vergangenen Monaten immer wieder ihre Fotos an verschiedenen Ausstellungsorten. Begonnen hat alles 2014 mit einer Schau ihrer Fotos im Karower Meiler. Zuletzt zeigten sie ihre Naturfotos auch in Schwerin und in Krakow am See. Derzeit gehören 6 Fotografen zur Gruppe: Lorita Jäger, Gabi Laddach, Manuela Wurg, Annette Baranei, Stefan Baranei und Kerstin Rand. In der Gruppe treffen sie sich etwa alle 6 Wochen und gehen gemeinsam auf Fotopirsch. Was wir besonders schätzen, ist einfach auch, dass wir im Nachhinein, also nach 3 Monaten, 4 Monaten, setzen wir uns bei ihr zusammen. Also mit ihr auch zusammen hin und dann wird ausgewertet. Und durch diese Auswertung lernen wir eben einfach unheimlich viel. So werden die Fotografenschüler auch weiterhin gern stundenlang auf der Lauer liegen, ins Wasser gehen oder sehr früh aufstehen, um immer wieder das richtige Licht am richtigen Ort einzufangen.